stimmt soweit. Also alles soweit stimmt dann alles, dann können wir jetzt noch weiterfahren. Ich mache in die Tür raus. Lass ich am Checkpoint los. Moment, ey. So, jetzt geht's los, meine Herren. Wir müssen jetzt nicht zurückkommen. Dann müssen Sie ableisten, oder? Das wurde Ihnen vom Gericht vorgeschlagen. Ja, ja, soweit 5000 Sozialstunden. Oh mein Gott. Ja, das ist das Rebellengericht, das ist knüppelhart. Also wenn man da ein kleines Vergehen begeht, dann ist man sofort hart dran. Oh, jetzt hört sich ja echt schlimm an. Also haben Sie ja Glück, dass keine härtere Strafe stattgefunden hat. Also beziehungsweise verteilt alle. Ja, das ist Mindeststrafmaß, weil alle Beweise für mich gesprochen haben. Ach so, okay. Verstehe. Unschuldig gibt's bei uns nicht, ne? Das ist ja wahrscheinlich. Deswegen, also ich fände das schön und würde mich freuen, sollten wir bis zu Ihnen vorrücken, dass wir uns dann die Möglichkeit geben, Ihnen mal die Fahrstunde zu geben. Nochmal drüber fahren, der ist halt schuld. Also mal, ich muss mal dem Herrn hier erste Hilfe. Patz, der Ifrit fährt wieder rein. Oh mein Gott, Herr Mobax. Soll ich mal auf dem Fahrersitz? Ach scheiße, ich kann nicht. Ja. Das wär's jetzt. Ifrit gegen Hunter. Halten Sie durch, der Medic ist sicherlich gleich unterwegs. Bist du? Was ist denn hier los? Haben Sie auch gerade die Schüsse gehört? Deswegen wollten wir mit dem Ja, natürlich. Microphone muted. Oh, da oben an den Steinen, da sind mehrere Leute. Geben Sie uns eine MK18 und wir klären das. Geht schnell. Microphone activated. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Oh, lol. Lol. Die wollten, dass wir hier mit dem Offroader langfahren, ja? Ja, das wäre nicht so eine gute Idee gewesen. Richtig. Ich hoffe, dass wir für die Zukunft das dann mit den Ifrit vielleicht nochmal anders klären können, dass wir da freies Geleit haben. Oben, wo schlägt einer, der ist ja schlecht. Boah, Alter, das ist gerade so geil. Ja, mal gucken, was sie jetzt machen. Wir haben Elrond mit dem Rücken zur Wand. Also ich würde sagen, das Angebot mit der MK18 steht noch. Da hängt fest, das ist dir klar, ne? Ich weiß. Der wird jetzt versuchen, den herauszuschubsen. Ja, und schon ab da vorne. Fuck da. Nicht erschrecken, meine Herren, ich stecke hier gerade etwas fest. Microphone. Jo. Also bisher hat mein Ifrit... Vielleicht können die Banditen angreifen. Hallöchen. Kann man ihn... Bisher hat mein Ifrit noch keinen Kratzer abbekommen. Jetzt machen sie den gleich so kaputt, mein schönes Baby. Der hockt wieder drin. Microphone. Oh mein Gott. So langsam bin ich wirklich davon überzeugt, dass sie bei uns Fahrstunden nehmen sollten. Ja, ich glaube auch. Wir werden gerade beschossen. Hier drin sind wir doch wohl sicher, oder? Oh mein Gott, jetzt, meine Herren, ich glaube, wir werden gerade bedroht. Sehen Sie die Kollegen da oben auf dem Stein? Würden Sie uns unterstützen? Die wollen uns gerade hier austauschen. Na, ist das nicht Arbeit der Polizei, das zu verhindern? Weiß es nicht, die haben hier unschuldige Zivilisten überfallen. Olaf, deine Entscheidung. Microphone activated. Die verlieren ja kein Gear und wir sind jetzt super in der Position auf der Straße. Also ich glaube, die Position, die wir hier haben, ist schon die beste. Ich werde es lieber mit Flip, wenn ich ehrlich bin. Sie können auch Ihrem Kollegen sagen, der kann mal Smoke werfen. Elrond ist tot. Ich fahr mal, ich kann das besser. Mann, ich wollte gerade. Komm, lass mich auch mal fahren. Okay, gleich, okay? Okay. Ich will nur meine Sozialstunden machen, wenn der Effekt kaputt ist, krieg ich einen neuen. Ich will fahren. Das sind meine Sozialstunden. So, ich bin jetzt auf dem Passagiersitz, jetzt steckst du ein. Und alles auf Video. Oh, ich hab Aussteuerung. Ich ging da hinten aus, ja. Ey, Elrond sagen könnte. Elrond hat da echt grad so verkackt. Ja. Der hätte einfach nur rechts außen rumfahren sollen, stattdessen versucht er über die Leitplanke zu fahren. Das hätte ich dem vorher sagen können, dass das nichts wird, wenn der so langsam fährt. Gibt der eigentlich der Hunter genauso schnell um, oder? Nee, der gibt gar nicht. Wir sollen anhalten.
Wieso? Schreibt mir da drauf hin. Feiglinge. Wer war einfach mit Ifrit gefahren? Wer ist besser? Wir können ja nicht immer zumachen, oder? Doch, hab zugemacht, gut. Es kommt Hoffi nicht rein, er hat keinen Schlüssel. Mein Auto ist kaputt, stimmt. Kannst du wieder aufmachen? Ja, ja. Innen kann man immer aufmachen. Ja. Ich würde gerne dann mit dem Ifrit weiterfahren, wenn sie es nicht stört. Ja, warten wir bitte mal, mein Vorgesetzter, bis der dann wieder da ist, also einer meiner Vorgesetzten wird sich dann gleich darum kümmern. Was würde jetzt eigentlich mit... Wollen wir uns das vielleicht lange in den Ifrit reinsetzen? Bleiben Sie einfach hier draußen, hier passiert uns nichts. Hier sind wir sicher, unsere Kollegen sind schon vor Ort. Sie übernehmen die Kosten für meine Verarztung, sollte ich verletzt werden. Werde ich tun, verspreche ich Ihnen, Herr Assistent. Sie haben da jetzt aber schon ein paar Kratzer reingemacht, das gefällt mir überhaupt nicht. Der war erst frisch in der Waschanlage. Sehen Sie das hier vorne? Der Kratzer war vorher noch nicht. Und die Felge ist auch beschädigt. Wissen Sie, die war sehr schwer zu bekommen aus Stratis. Das sieht aber gar nicht gut aus, das muss hier komplett vorne alles ersetzt werden. Da fällt ihm auch nichts mehr ein. Ja, die haben gerade so gefailt, ne? Aber mega. Ja, wir warten jetzt mal, bis die Situation da geklärt ist und dann werden wir halt weiter den Fortsatz, meine Herrschaften. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Microphone muted. Naja, das zeigt mal wieder, wie gut der Staat die Straßensicherheiten kann. Ach, kommen Sie. Seien Sie doch nicht so. Aber dem Herrn Elron sollten Sie... Wenn die Jeep schon in so einen Hinterhalt geraten kann, ich bitte Sie. Bei uns würde sowas nicht passieren. Der Jeep hat wirklich sein Bestes gegeben, aber... Was soll man da machen, meine Herrschaften? Ja, also mindestens eine Lufteskorte hatte ich schon erwartet, aber okay. Sie sind halt nicht die Rebellen, sie sind nur die Polizisten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen nachdrehen. Na, wir sind halt ein wenig besser organisiert. Ist das gut? Ich glaube, der ist mad. Das ja. Will ich mal überhört haben, meine Herren. Aber richtig schön, ey. Im Endeffekt verfolgen wir doch das gleiche Ziel. Die Sicherung von dieser schönen Insel, meine Herrschaften. Der einen Professor. Ja, aber ihre Methoden sind nicht unbedingt gerade die besten. Wieso? Was gibt es denn an unsere Methoden auszusetzen? Beschränken die Zivilisten. Wir unterdrücken sie. Sie schreiben ihnen viel zu viel vor mit viel zu hohen Strafen. Zivilisten dürfen sich nicht schützen, wenn sie es selber machen wollen. Wir wollen die Freiheit für die Zivilisten. Mehr wollen wir nicht. Aber wo wäre die Freiheit ohne Gesetze, mit denen wir leben? Dann wäre hier das pure Chaos. Auf unserem Teil der Insel herrschen unsere Gesetze und die Gesetze sind für die Freiheit gedacht. Und dort gibt es nicht so viele Straftaten und Überfälle wie bei Ihnen. Oder möchten Sie das jetzt hier irgendwie leugnen? Microphone activated. Du hast ihn. Wird sich auch denken, ich wäre jetzt lieber irgendwo anders. Ich fasse das Schweigen mal dazu auf, dass sie mir recht geben. Der schmeißt gleich seinen Job hin. Der gibt mir gleich eine Google. Nur mal so unter uns, auf der Rebellenseite ist immer noch Platz für den einen oder anderen Kopf. Wie meinen Sie das denn? Naja, man kann ja auch mal die Seite wechseln, wenn man zur Erkenntnis gekommen ist, dass man vielleicht der falschen Sache gedient hat.
Einmal Brudizist, immer Brudizist. Herr Olaf Olafsson. Naja, Sie werden Ihre Meinung auch noch ändern. Sie werden auch noch zur Vernunft kommen. Ich glaube einfach, Sie sind von diesem Staat schon selber zu sehr manipuliert und beeinflusst worden. Sie sollten sich vielleicht mal in Ruhe hinsetzen und drüber nachdenken, was hier passiert ist heute und wofür wir Rebellen wirklich einstehen. Elrond? Nee, Medpit. Ah, ich würde ihm am liebsten jetzt einfach die Hand drauf geben, dass wir vielleicht in Zukunft in Frieden miteinander kooperieren können, aber ich glaube, wir werden uns da nicht ganz einig. Wir haben komplett andere Ansichten. Das war jetzt so ein schlechtes Argument. Ja, und wir stehen hinter unseren Ansichten. Und wir sind doch bereit dafür, in den Tod zu gehen, wenn die Zivilbevölkerung dadurch geschützt wird. Wir stehen auch hinter unseren Prinzipien und Gesetzen, Herr Silent Assassin. Nein, ich glaube, Sie verstecken sich hinter Ihren Gesetzen. Wir verstecken uns hinter unseren Gesetzen. Unsere Gesetze sorgen hier für Ordnung. Es ist hier mehr oder weniger nur eine Diktatur. Und die Staatsgewalt, das sind Sie. Und Sie unterdrücken das Volk. Soweit müssten Sie mal denken. Microphone muted. Microphone activated. Jetzt dreht er sich weg und weit. Doch nicht. Wieso hat er eigentlich eine Taschenlampe an seiner Waffe? Können wir auch haben. Ja, ja, aber wieso? Keine Ahnung, ist total Schwachsinn. Microphone muted. Wieso haben Sie denn eigentlich eine Leselampe an Ihrer Waffe dran? Lesen Sie gerne im Auto? Na, jetzt lenkt doch nicht ab, Mensch. Microphone activated. Doch, der arme Typ. Weil er mit ein paar Argumenten nicht klarkommt. Ja. Und der antwortet mir eh nicht. Ganz ehrlich, der spielt Cop. Der muss damit klarkommen. Okay, der ist eingetickt. Microphone muted. Microphone activated. Ja, dem bringt jetzt auch nichts mehr. Jetzt hast du es verkackt. Ich glaube, ja, darauf werden wir nicht ausgebildet auf solche Diskussionen. Die können schießen, die können Auto fahren, aber nicht diskutieren. Ja, vor allen Dingen ist halt wirklich ein scheiß Argument von uns. Bei uns ist alles sicher. Weil wenn jemand bei uns Scheiße macht, dann wird er umgelegt. Das macht er nie wieder danach. Wird halt zu stundenlangen Gerichtsverhandlungen gezwungen. Ja, weil wir führen im Prinzip eine Monarchie. Ja. Also das musst du dir aber alles zurechtlegen, wenn du mal mit Cops diskutieren kannst, wie ich gerade, weißt du? Kriegst du sie direkt dran. Das ist jedes Mal so. Wieso Elrond da ausgestiegen ist mit einem Feuergefecht, das hätte ich dir mal vorher sagen können, dass der stirbt. Weil direkt bei dem Himmel stand einer. Ist denn jetzt überhaupt schon ein neuer Chief in sein Amt berufen worden, nachdem der alte gerade eben verstorben ist? Wie bitte? Ist denn jetzt schon ein neuer Chief in sein Amt berufen worden, nachdem der alte eben verstorben ist? Das war knapp. Ja, genau, der neue Chief kommt jetzt gleich. Da haben sie aber einen ganz schön hohen Verschleiß, oder? Dacruhe. Ja. Ich hab bestimmt Elrond gesagt, du redest jetzt nicht mehr mit ihm. Echt? Ich könnte es mir vorstellen. Genau. Also unser Kollege, der ist gar nicht verstorben, der ist nur schwer verletzt, der wird auch gleich wiederkommen, der Chief. Und oh, aber wenn er schwer verletzt ist, dann sollte er doch lieber in ein Krankenhaus. Ja, gehen Sie denn hier mit Ihren Leuten um? Der lockt sich gleich aus, hör auf. Also ich schreib dir mal eine SMS. Ich bin so ein harter Kerl, der... Den macht sowas nicht im Beinbruch. Der fährt dann trotzdem noch den Hunter. Bei uns werden gar keine Leute verletzt. Wir passen da besser auf. Steigen nicht einfach aber mit dem Feuergefecht auf und so gefahrenen Autos auf. Oh mein Gott, meine Herren, da sind sie ja. Gleich so designiert, ich will auch. Tut mir leid wegen der Verzögerung. Ich hatte gerade etwas Ihnen gut. Schwer verletzt.
Ja, der Medic kam und... Wir sollten vielleicht besser in ein Krankenhaus gehen. Und jetzt geht's mir super, oh mein Gott! Ja. Oh, Entschuldigung. Der Kollege Olaf, der hat seinen Sanitäter mal gemacht. Vielleicht sollte er sich das mal anschauen. Ich möchte sie so ungern erfahren. Gerne machen. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das eine oder andere weiß ich noch. Ja, der Arzt hat sie am Bein verbunden. Ich untersuche das mal. Oh, da ist ihnen ja vorhin die Kniescheibe, wo sie aus dem Auto gefallen sind, etwas verrutscht. Ich glaube, das tut noch ein paar Tage weh. Dann ein Schuss an die Hüfte. Ja, der Knochen scheint ein bisschen abgesplittert zu sein. Wie gesagt, ich spüre gar nichts, mir geht's super. Oh ja, das liegt an den ganzen Betäubungsmitteln. Sie sind total vollgepumpt und voll neben der Rolle. Das ist normal. Das wird jetzt auch noch in der Lage, ein paar Tage anhalten. Also Autofahren sollte der Herr... Geht schon, meine Herren. Nein, nein, Sie sollten kein Auto mehr fahren. Sie sind, wie gesagt, vollgepumpt mit Drogen. Ja, Sie sind ja kein ausgebildeter Arzt. Das ist schon okay. Das Risiko. Das ist unser Feldarzt und der fliegt regelmäßig unsere Leute wieder zusammen, also... Ich möchte schon behaupten, dass er sehr gut ist. Ich wurde extra ausgebildet bei den Rebellen und hatte auch Training hier. Ich habe ja nicht gesagt, dass er kein guter Field Medic ist. Ich habe ja nur gesagt, dass er kein offizieller Krankenhausarzt ist. Sie würden doch auch keine Leute fahren lassen. Nicht ihre, die vollgepumpt sind mit Drogen, oder? Geht schon. No risk, no fun, oder? Sagt man das so schön. Das sage ich Ihnen dann auch das nächste Mal, wenn Sie mich wegen Drogen am Steuer anhalten. No risk, no fun. Ist okay. Microphone activated. Also ich persönlich würde lieber in Ifrit mitfahren, weil ich fühle mich da eindeutig sicherer drin. Wie Sie meinen. Sie können ja mitfahren. Ach, danke, dass ich in mein Auto einsteigen darf. Wie nett. Steigen wir beide erstmal da eine. So. Es war so klar. Und genau deswegen wollte ich hier mitfahren. Jetzt ist er mad. Ey Mann, der hat's unter Drogen. Achso, stimmt, deswegen macht er das, okay. Also wir müssen wissen. Er ist noch ein bisschen verwirrt, weil er halt wirklich... Ja, vielleicht hätten wir das mit den ganzen Betäubungsmitteln jetzt mal nicht jemand steuern lassen sollen. Ich hab's ja gemacht. Das stört ja im Prinzip hier die ganze Stadt, ich meine. Sowas schützt also die Zivilisten. Die bestärken mich immer mehr, mein Entschluss der Welt zu sein. Microphone activated. Der Typ, der macht seine Sache schon gut, das sehen wir doch, der ist qualifiziert dafür. Ja, ja. Super qualifiziert. Bekommen Sie eigentlich Geld dafür, dass Sie sowas sagen? Sorgen um... Geht's denn noch? Schauen Sie mal, wo Sie hinfahren. So, ja, Quatsch, dann ziehe ich ihn mal aus sicherheitstechnischen Gründen. Sind ja nackt. Der Riegel ist nicht verärgert, das ist Ihnen klar, oder? Also er teilt das Herz, wenn Sie schon wollen, dass wir die hier aufhalten, dann muss ich leider mit meiner Waffe hier rumlaufen. Microphone muted. Dann kann ich die auch aufhalten. Aber ansonsten... Herr Erdgeist, ich habe da auch eine Ausbildung zum Sanitäter. Und ich habe gerade mal das Heft von dem Senior Officer gecheckt, der hat noch gar keine Tetanus-Impfung. Das sollten Sie vielleicht nochmal nachholen. Vielen Dank, Herr Erdbeer. Ich hab Sie mal festgehalten, damit Ihnen kein anderer einfesselt. Microphone activated. Vielen Dank, Herr Herr. Ja, wunderbar. Oh, Erdgeist macht gar nicht mehr Hit. So eine Kacke. Aber wir warten jetzt noch kurz, bis hier Ruhe eingekehrt ist. Wir haben niemanden angefahren. Alter, was hab ich hier für... Ey, guck dir mal bitte meinen Schutz hier an, links und rechts. Ja. Geil. Wenn wir antworten wollen, dann
denn? Ja, wenn ich jetzt noch schnittig werden, dann ja, dann ja. Hat das alles ein bisschen abgenommen. Mit dem was? Mit dem das Kibbutz. Was ist das? Was ist das? Gut, gut, dann noch eine schöne Schicht. Ich überlege eine eigene Packung. Oh ja, das wäre was. Danke schön. Hallo, ich habe hier keinen mit Abwechslung gefahren. Ich bin ganz normal neben dem Off-Roader-Lang gefahren. Vielleicht kannst du doch ein bisschen lauter sagen, damit ihr das hört. Mit Abwechslung gefahren haben, dann haben sie trotzdem nur noch einen angefahren. Das ist mehr Regen und jetzt werden wir noch schnippisch, also finde ich, dass irgendeine kleine Auszeit an der Tür tut. Vielleicht sollten sie den Hunter mal woanders hinstellen, dass die Leute sich hier auf die Seite stellen können, dann werden die auch nicht so leicht überfahren, wenn die machen. Mal dem Bullen ein bisschen bei seiner Arbeit helfen. Ja. Oh, mein Gott. Boah, das ist ein Kollege. Ja, klar. Oh. Aber doch nicht in unseren E-Frails. Aber das ist doch ein Feld. Die sind ja gerade so schön dabei, die Regeln vorzulesen. Ja, selbstverständlich können sie mir auch Leute hinstellen, kein Problem. So, Lars, zuhören. Der Herr Lars, der fährt hier nämlich Leute an und wird dann schnippisch gegenüber Polizisten. Da können sie ja gleich mal ihre Amtes walten anhand dieses Exemplars erklären. Lars, pack schon mal den Stift aus und den Block, da wird jetzt mitgeschrieben, ja. Gut, dann werde ich extra für Lars die Serverregeln nochmal ganz von vorne vorlesen. Und ganz langsam bitte, ich weiß nicht, wie das ist. Scheiß auf deine Mutter, ich höre dich zu. Ey, meine Mutter da los, ja. Ich glaube, der Herr Lars, der fragt nach einer kleinen Beurlaubung auf dieser Insel. Nein, das ist doch die letzte. Das will ich doch. Wir wollen ja jetzt hier nicht, dass Leute einfach von unserer Insel verstoßen werden. Wir möchten natürlich, dass sie zu einem besseren belehrt werden und das werden wir heute versuchen. Sie kennen doch meine Mutter. Also Lars, schreibt mit. Gut, das wird ja alles für mich gegangen. Aber wir keine Waffen zeigen wollen. Wir möchten natürlich ein friedliches Miteinander haben. Die Polizei ist leider gezwungen, Waffen zu tragen wegen Leuten wie Ihnen. Mir würde es viel besser gefallen, wenn es euch das nicht geben würde und wir hier alle ruhig stehen könnten. Wir hatten nochmal im Lauf. Mal alle anderen, die hier nicht zugehören, mal ein bisschen hinter die Absperrung zu treten, außer die werten Herren Polizisten, die dürfen hier drin bleiben, wenn sie möchten. Das dient natürlich nur ihre eigene Diskriminierung. Weggesteckt. Diskriminierung. Ja, das ist Diskriminierung und nein, es liegt nicht an ihrer Hausarbeit. Ich kann nicht auf Abbrechen drücken. Weil sie jetzt dazu gezwungen sind, sich 2 Stunden mein Gerät anzuhören. Das ist wunderbar. Microphone muted. Microphone activated. Also, die allgemeinen Serverregeln besagen, mit sofortiger administrativer Bestrafung geahndetes Verhalten, halt mal kurz die Klappe. Server. Cheaten, Hacken, Wandelwaffen, Duping etc. sowie das Ausnutzen von Bugs und Glitches jeglicher Art bei irrtümlicher Nutzung bitte umgehend beim Admin. Jetzt halt doch mal die Presse. Combat Log, Ausloggen bzw. eigenverursachter Tod und sich im Rollenspiel, Verhaftung oder ähnliches zu entziehen. Das versuchen Sie gerade, das geht aber nicht. Umloggen bedeutet einloggen, um schneller auf der Map zu reisen, das ist nicht mehr aktuell, das können Sie sich aufschreiben, das gilt nämlich heutzutage nicht mehr. Peter, beruhig dich! Alle Spieler, die gecheatete Fahrzeuge betreten oder benutzen, bekommen einen permanenten Bann. Alle Spieler sind selber dafür verantwortlich, diese gecheateten Fahrzeuge zu melden. Weil sie sich das jetzt ja anhören müssen, das ist die Strafe dafür, was sie getan haben. Ein Schwester, ich will das aber nicht anhören. Das ist ja nicht mein Problem, derjenige, der Ihnen das jetzt vorlesen darf. Das ist auch meine Bestrafung, weil ich auch etwas Schlimmes getan habe. Das ist schlimmer wie... wie Gefängnis. Ja, das mag schlimm sein, aber das wird gleich bestimmt noch ganz lustig für alle anderen Anwesenden, für Sie vielleicht nicht. Nein. Jetzt sind wir beim Punkt Safe Zones. In Safe Zones dürfen keine Gewalttaten, Mord oder Niederschlagen sowie Diebstähle aus Rucksäcken und oder von Autos verübt werden. Bei Verstoß erfolgt einmalig ein Kick, bei Wiederholung ein Ausschluss vom Server. Das versuchen wir gerade hier präventiv zu lösen, indem ich Ihnen das vorlese, dass Sie halt nicht vom Server gekickt werden müssen. Die Verfolgung in eine Safe Zone ist gestattet, wenn die Verfolgte versucht,
sich einer direkten Verhaftung oder einem laufenden Konflikt zu entziehen. Die Safe Zone ist für diesen Moment aufgehoben, ausgenommen Kavala, dorthin darf nicht geflüchtet werden. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber okay. So, die Safe Zones sind Kavala, Atira, Sophia, Tyrgos, ein 100 Meter Radius und Shops wie den General Store, Market, Outfit Shop, Car Shop, Truck Shop, Air Shop, Donator Shop. Der Heli sollte mal bitte hier verschwinden, das ist ja langweilig. Verstehe ich ja mein eigenes Wort nicht mehr. Wo ist der denn? Den Unterschied. Ach, da vorne. Ohne wird die Scheiße und wird weg. Hier sehen wir gerade, zu den Regeln komme ich nachher nochmal, dass sich der Deputy Chief gerade nicht an die Regeln gehalten hat. Das finde ich nicht schön. Oh, wo ist er denn hin? Ich glaube, er hat sich gerade eine Auszeit der Insel genommen. Ich glaube, er hat den Taskmanager gefunden, finde ich sehr schade. Ich möchte bitte eine neue Person hier stehen haben, der ich das vorlesen kann. Gibt es einen Freiwilligen? Dann lesen Sie erst mit der Menge vor. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Ich finde ihm ganz schnell ein neues Subjekt, was ich ihn hier reinstellen kann. Nein, nein, der Herr Ghost, der macht das schon freiwillig, das finde ich ganz gut. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich hier Leute geändert. So, jetzt ist das Schöne, ich habe gerade meinen Notizblock fallen lassen und ja, ich muss noch mal kurz die Zettel ordnen. Geben Sie mir bitte eine Sekunde. Ja, alles gut. So, Safe und so, ne? Die habe ich gerade alle vorgelesen. Ey, der Lars war so gut. Okay, dann nochmal. Die Safe Zones sind in Kavala, Atira, Sophia und Pyrgos. Das sind markierte Flächen auf den Karten, die Sie hier kaufen können. Ein 100 Meter Radius und die Shops, General Store, Market, Outfit Shop, Car Shop, Truck Shop, Air Shop, Donator Shop, Rebellen Shop und Garagen. Das haben Sie ebenfalls hier in dem Touristenguide, den Sie wahrscheinlich alle ausgehändigt bekommen haben. Und nein, natürlich auch die Geldautomaten. Ich stand ja gerade etwas weit hinten, können Sie nur mal ganz von vorne anfangen? Das wäre sehr nett von Ihnen. Das ist gar kein Problem, das mache ich natürlich sehr gerne von Ihnen. Danke. Ich bringe den Typen. Uhum. Also ich sage, ich habe es jetzt schon dreimal gehört. Also gut, die allgemeinen Serverregeln besagen. Das Cheaten, Hacken, Money und Waffenduping, ich hoffe Sie wissen, was das ist, sowie das Ausnutzen von Bugs und Glitches jeglicher Art bei irrtümlicher Nutzung bitte umgehend einem Admin gemeldet wird. Haben wir gerade einen Admin anwesend, der kann mal bitte die Hand heben. Wollen alle mal sehen, was ein Admin ist? Ja, der Herr Gonzo ist ein Admin. Das sieht man an seiner wunderschönen Kleidung. Hey, ich habe einen Fallschirm, ja. Das genau, ist der Fallschirm, ganz wichtig. Nein, es ist natürlich kein Admin. Das ist eigentlich sehr schade. Ich hätte immer gerne Anschauungsobjekte. Das sollten wir für die Zukunft mal planen. Gut, Combat Log, ausloggen bzw. eigenverursachter Tod, um sich dem Rollenspiel, Verhaftung oder Ähnlichem zu entziehen. Ja, das macht hoffentlich keiner der Anwesenden. Ja, obwohl beim Officer Mad Ted könnte es vielleicht schon mal passiert sein. Nein, glaube ich nicht. Aber sie laufen immer vor uns weg, das finde ich auch schade. Dieser Heli stürzen, zu denen wir den Heli laufen. Vielleicht mal befreien. Wir fährten da gerade mit unserem... Dort! Unser Yves wird gerade geklaut. Sehr schön. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Das war so klar. Ich bitte da mal die Polizei ihre Arbeit zu tun, um unseren Yves wieder zu holen. Und die Frist zu stoppen ist natürlich nicht so leicht. Andernfalls sind wir gezwungen, das selber zu machen. Und wie Sie bestimmt schon wissen, ist das natürlich auch in der Safe Zone nicht zulässig. Ja, der ist weg. Ja, das ist das Problem. Darf ich vielleicht mit dem Polizeiauto fahren? Die Cops sterben mich irgendwie wie die Fliegen. Ich hab ihnen ja gesagt, sie sollten bei mir drin stehen, da ist es sicherer. Nun, ja, was soll denn das? Runter vom Officer, aber sofort. Du bist nicht fertig mit der Selbstregel. Ist das aber nicht irgendwo der Sinn der Sache, um das ein bisschen aufzuhalten? Einfach Ifrit geklaut, ey. Ey, dieser Last gerade, ey. Sowas der war richtig gut. Dann lege ich ihn Handschellen an und dann sind sie das nächste Objekt. Zum aufzureden, Junge, zum aufzureden. Ich werde mal ganz kurz ein kleines Nickerchen machen. Ich mach mir mal schnell was zu trinken. Ja, mach das. Ach, der Herr Alex.
immer zur Stelle. Eben zu dem guten Mann mal hoch, der ist gestopft und hat sich ganz böse den Knöchel verstaucht. Und den Kopf angehauen. Ich hätte dich aber schlimmer gekriegt, weil wir doch unter Kontrolle sind. Oh Gott, wo bin ich? Oh, Herr Alex. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Dafür sind wir doch da. Microphone muted. So. Herr Senior Officer, Sie haben da noch eine Reifenspur auf der Stirn. Ich mach die mal weg. Oh ja, das ist nett, danke. So, jetzt geht's wieder. Vielen Dank. Microphone activated. Dass der IFRA natürlich sichergestellt wurde. Das ist gut. Na, wenigstens etwas, was Sie mal hinbekommen haben. Was soll denn das schon wieder heißen? Ihnen ist bewusst, dass Sie eben auf der Hinfahrt überfallen wurden fast, oder? Haben wir uns drum gekümmert. Ja, und dass sie in einen Hinterhalt gelockt wurden, das wäre auf unserer Seite der Grenze nicht passiert. Ja, wir haben mit sowas natürlich nicht gerechnet, dass wir hier öffentlich gemeinnützigen Dienst betreiben. Ja, sie haben ja doch ein arges Banditenproblem, da sollten sie doch eigentlich tagtäglich damit rechnen. Wir dachten halt, dass die Banditen nicht so dreist wären, sie von ihrer heiligen Pflicht abzuhalten, ihre 5000 Sozialstunden zu geben. Deswegen sind die auch bei den Cops und bei den Rebellen, wir rechnen mit allem. Ja, wir rechnen mit sowas, immer und überall. Deswegen sind unsere Fahrzeuge auch besser gepanzert als wir. Ja, wir können natürlich nicht alle mit einem IFRS rumfahren. Das geht zu sehr auf die Steuergelder. Die haben die Situation geklärt, in der die wahrscheinlich erst in die Luft gejagt haben, ey. Voll mit dem Handler in den IFRS reingedonnert. Nee, ich glaube, der hat ihn einfach im Fahrzeug gebannt. Microphone muted. Publikum ist leider sehr drastisch gesunken. Ja, leider. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Herr Alex, können Sie gleich mal bitte die Gelegenheit nutzen, der Herr Selend Assassin? Seine Tetanus-Impfung ist jetzt schon 3 Monate überfällig und wir haben da so unsere Probleme, medizinisches Material zu uns zu liefern. Könnten Sie das vielleicht nachholen? Oh ja, bitte, das wäre sehr nett. Kann ich bloß machen. Schon nur die Teile kurz vom Fahrzeug. Okay, vielen Dank. Machen Sie aber schnell. Der ist ja erstmal wieder weg. So langweilig. Silent Assassin, Links- oder Rechtshänder? Microphone activated. Ja, dann. Herr Alex, bitte auf den rechten Arm. Oder den Arsch. Nein, bitte in den Hintern. In den Hintern, bitte. Ich möchte nicht in den Arm. Der Arm tut so weh. Genau. So, Ordnerschau, bist du gerade. Bist du nicht mal bei SDK? So. Wieso Penner? Also mir in den Arsch die Spur zu setzen. Achso. Hat man ja gar nichts von gemerkt. Das haben sie sehr gut gemacht. So. Ich danke vielmals. Alex, ich glaube, das mit der Selbstbefriedigung hat sich dann erstmal erledigt für eine Woche, oder? War falsche Taste. Boah, vielleicht. Das ist das Ding, ja. Dafür gibt's ja Rebellenkollegen. Ganz komische Zuckungen. Was haben sie mir da gerade verabreicht? Hörst du mich? Das war... Das war... Das waren die neuesten Ebola-Stammbäume. Hier Teletubby Ghost. Der Schwulenclub ist aber woanders. Da haben sie sich, ich glaube, verlaufen. Bitte was? Und Herr Gonzo, sind Sie ein Paar? Nein.
David, Bro. Bro. Ja, das sagen sie doch nur, weil hier so viele Leute sind. Sie können sich ruhig outen, ist doch gar kein Problem. Bitte, bitte seien Sie ruhig. Sie machen uns ja ganz verlegen. Wer hat sich denn die Kombi? Ich habe gehört, dass das eine Bar bei ihresgleichen hier im Westen von Kavala sein soll, direkt bei den Ruinen dort. Hat doch auch geklappt. Ja, ich könnte erwähnen, dass ich einen schwarzen Kopf, aber weiße Arme habe. Ja, das ist schon hochinteressant. Sie sollten sich vielleicht anders im Sonnenliegen im Sonnenstudio positionieren. Nicht immer nur den Kopf reinlegen. Ja. Ah, unser heißgeliebter Ifrit ist wieder da. Ja, auf die Fährte. Vorsicht beim Einparken, ganz vorsichtig. Nicht zu schnell fahren, nicht zu schnell. Oh, das war die Wand. Ja, das ist halt Gangschaltung, nicht wie der Honda Automatikschaltung, der fährt sich nicht ganz so leicht. Hi, nee. Hoppy. Also ist er. Wollen Sie jetzt etwa den Herrn Hoppy unterstellen, dass er kein Fahrzeug fahren kann? Ja, das möchte ich. Ich möchte ihn nicht unterstellen, ich habe gerade mit eigenen Augen gesehen. Die neuesten Ebola-Stammbäume injiziert. Wir möchten bitte so den Polizeidienst antreten, Herr Hoppy. Arrrr, Leute, aufpassen nicht, dass ich ihm nahe komme und dann auch noch anstecke. Ich kann mir leider nicht so eine Uniform, also so eine Silence. Kleidung. Vielleicht wissen Sie nicht, im Kampf gar nicht mal so ungeschult, haben wir ja erst heute gesehen. Ja, und wie Sie wissen, sind wir auch nicht ganz ungeschult. Ich hab's ja, nicht ganz so weit gekommen. Ausgeglichenes Duell. Was ist da ausgesprochen? Der Teletubby schwul jetzt die Cops an, richtig gut. Fliegt nach oben, welcher Troll. Kippert's. Kippert T-Bone. Hallo? T-Bone echt? Ja. Ich hab eine Frage. Herr Ghost, würden Sie dann wieder herkommen? Also ich hab das Spiel gerade. Ja, na klar. Darf ich mitkommen? Doch bitte mal den Herrn Ghost durch, dankeschön. Oh, und der Herr Gonzo, die möchten auch, die beide. Was soll das? Wir haben hier gleich zwei Freiwillige. Okay. Wieder Wahnsinn. Na, ah, den Teletubby Club halt. Soll ich nochmal für Sie ganz von vorne anfangen? Ja, bitte. Aber ich sag Ihnen, das ziehen wir jetzt bis zum Ende durch und bleiben noch so lange aktiviert. Kein Problem. Wir können ja auch jeden Punkt einzeln besprechen, wenn Sie das möchten. Falls irgendwelche Rückfragen sind. Also, klappt für etwaige Diskussion. Ja, wir haben jetzt Zeit. Es ist ja noch 14:47 Uhr erst, also... So gut. Dann ganz von vorne. Die allgemeinen Serverregeln besagen, dass das Cheaten, Hacken, Money- und Waffenduping etc. sowie das Ausnutzen von Bugs und Glitches jeglicher Art bei irrtümlicher Nutzung bitte umgehend beim Admin melden. Gibt's da irgendwelche Rückfragen zu? Wer ist denn Admin? Genau, wir wollen erstmal das Admin ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann Ihnen hier der Officer MadPad bestimmt sehr gerne beantworten. Wer ist denn alles Admin? Wer alles Admin ist? Ja? Das weiß ich nicht. Wie, das wissen Sie nicht? Ach so, nee, hab ich guck nicht. Das doch weiß mal. Absolut nicht. Der Kollege. Also, das Essen, die Sekretärin arbeitet gerade an einem Organigramm der Polizei und allen Organisationen und Vereinigungen, die dazugehören. Da wird dann alles einsichtig sein. Na, ich bitte mal etwas mehr Transparenz hier. Das kann ja so nicht gehen. Microphone muted. Na gut, dann werden wir diesen Punkt mal auf später verschieben, bis die Sekretärin fertig ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, Combat Log. Ausloggen bzw. eigenverursachter Tod, um sich im Rollenspiel, Verhaftung oder ähnlichem zu entziehen. Ich glaube, das ist soweit klar. Können die anderen kurz mal hier rausgehen? Ich fühle mich ein bisschen bedrängt. Warum bugge ich hier rum? Ja, ich bitte auch mal die Polizei dafür zu sorgen, dass hier drin soweit geräumt ist. Außer halt meine
beiden Delinquenten hier. Eine Idee, wie der Herr hieß. Herr Zornosch, kommen Sie mal raus, bitte. Herr Zornosch und Herr Pyromania, bitte einmal das Gelände hier verlassen. Herr Pyromania, bitte. Unsere Hilfe. Ah, geht doch. Vielen Dank. Ist das nicht bisschen und fein, ich würde dann die Officers noch wieder bitten, sich hier reinzustellen, weil ihre Gesundheit liegt mir dann doch gerade im Moment etwas am Herzen. Ne, ich hab nur keinen Bock, dass jetzt alle zwei Minuten umgekachelt werden. Na gut, Herr Hoffi, wenn Sie möchten, dann bleiben Sie da stehen, das ist dann Ihre Verantwortung. Umloggen und erneutes Einloggen, um schneller auf der Map zu reisen, na, wer weiß es? Das geht gar nicht mehr. Richtig, Herr Ghost, Sie bekommen von mir einen Rebellenpunkt. Das war der Gonzo, aber was Sie damit schade. Anfangen können, das erfahren Sie nach am Ende. Das war ich. Entschuldigung, das sah gerade sehr komisch aus, weil Herr Ghost auch seine Lippen bewegt hat. Kannst du sagen, wir mögen keine Klugscheiße. Sind Sie vielleicht eine Bauchpuppe, ein Bauchredner? Sie müssen Ihre Hand in sein Rektum reinstecken, aber das möchten wir, glaube ich, heute nicht sehen. Ja, nee, hier in der Öffentlichkeit sind wir nicht. Alle Spieler, die gecheatete Fahrzeuge betreten oder benutzen, bekommen einen permanenten Bann. Alle Spieler sind selbst dafür verantwortlich, diese gecheateten Fahrzeuge zu erkennen und zu meiden. Die Frage an die Polizei, woran erkenne ich denn so ein Fahrzeug? Meist an schwerer Bewaffnung. Also wenn zum Beispiel ein Kampfhelikopter vorhin steht, das könnte doch jetzt genauso gut sein, dass sich jemand zum Beispiel eine Sportlimousine hinstellt. Wie soll ich denn dann erkennen, dass das so ist? Ja, dann ist es natürlich sehr schwer zu erkennen. Das ist aber dann auch kein Grund. Sie vertreten ja das Gesetz und ich meine, das Gesetz lese ich ja gerade vor. Also müssen Sie ja auch mir jetzt erklären können, wie ein armer Zivilist wie der Dr. Gonzo oder der Herr Ghost sowas erkennen können. Wie gesagt, da wo es halt zu erkennen ist, also bei Kampfhelikoptern, bewaffneten Fahrzeugen und so weiter. Mikrofon muted. Ja, okay. Alles andere wäre auch wirklich unmöglich, da muss ich Ihnen recht geben. Mikrofon activated. Gut, dann kommen wir zum Punkt der Safe Zone. Da muss ich Sie mal kurz aufklären, Herr Assassin. Bei nicht permanenten Fahrzeugen und auch zu 5% bei gecheateten Fahrzeugen, also die 5% sind die gecheateten Fahrzeuge, das meine ich damit. Wenn wir die dementsprechend... Können Sie bitte eine Sekunde warten, ich höre Sie durch den Helikopter, das wäre schlecht. Sind sehr empfindlich, was meine Ohren angeht. Herr Romania, gehen Sie bitte mal. Wenn wir Fahrzeuge beschlagnahmen, kriegen wir ab und zu die Nachricht, dass dies möglicherweise dementsprechend ercheatet wurde. Gesagt, aber in nur 5% der Fällen trifft es wirklich zu, dass dieses Fahrzeug dementsprechend ercheatet wurde. Und Herr Hoffmann, sollten Sie nicht ausgewiesen werden wollen von unserer Insel, würde ich mal ein bisschen ruhig sein. Aber Sie sticken wirklich Polizisten. Das heißt, da haben Sie ja einen neuen Kandidaten für Ihre Gameshow. Ich muss aber fast schon sagen, also der Hoffi, der wurde ja eben schon zweimal vom Auto überfahren, also ich glaube nicht, dass er jetzt so gut riecht, wo er die ganze Zeit im Dreck gelegen hat. Hallo, Hoffmann. Hi, was geht ab? Na, du? Da, öfters hier. Na, Sie sollten aufpassen, ich glaube, Herr Ghost und Herr Gonzo haben schon ein Auge auf Sie geworfen. Der Ghost und Gonzo, aber ich sehe, ich stehe auch auf Fesselspiele, ne? Ja, Sie sind ja schon gefesselt, also ergibt sich das ja gerade von selbst. Können Sie mich wieder losmachen? Nein. Nee, Herr Hoffmann, Sie sind jetzt Teilnehmer der neuen Gameshow. Sie dürfen sich jetzt anhören, was der Assassin zu sagen hat. Vielleicht bringt Ihnen das mal ein bisschen Benehmen und Anstand bei. Das ist auch sehr passend, dass wir da gerade in Safe Zones kommen. In Safe Zones dürfen keine Gewalttaten wie Mord oder Niederschlagen sowie Diebstähle aus Rucksäcken und oder von Autos verübt werden. Bei Verstoß erfolgt einmal ein Kick, bei Wiederholung ein Ausschluss von Server und ich bitte Sie, mich nicht zu unterbrechen, wenn ich rede. Aber gibt es irgendwelche Fragen zu diesem Punkt? Nein, das ist sehr prekär. Noch nicht. Noch nicht? Das ist gut.